willkommen im Chips Simulator, also im World Chips Simulator. Ja, hier kann man jetzt noch die Sprache einstellen, ja klar, Englisch und Portugal, und dann lasse ich natürlich Englisch. Ja, das ist schon mal ein kleiner Minuspunkt, finde ich, aber gut, da kann man ja drüber hinwegsehen. Jetzt startet das Spiel mal. Wir haben ja diesen tollen Flugzeugsimulator gespielt letztens. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das hier ein bisschen mehr drauf hat. Ich so als Seemannsfrau mag sowas natürlich total gerne und guckt euch diese schönen Bilder schon mal an. Ja, so, Tutorial, nein, brauche ich nicht. Ich bin ein richtiger Seemann. Ich gebe jetzt Gas. Bin ich das Boot? Ich glaube, ja. Okay, Steuerboot und Backboard. Da kann man jeder sehen, wie schwer sowas ist. Guck mal, Semi-Lock. Und jetzt tuckern wir hier schön durch den Hafen. Ja, das ist jetzt so die Weltkarte hier. Vielleicht kann ich die dann raussuchen. Was mache ich jetzt mit dem Mausrad? Okay. Ja, ich könnte sagen, wir fahren jetzt mal Cargo-Board. Ja, jetzt frage ich euch, wer hat Bordrad? Eigentlich immer das größere Schiff dann, ne? Komm, drei. Also die Grafik ist schon mal bombastisch. Aber gut. Ja, wer bin ich denn jetzt? Ach, ich bin der hier. Ah, ist das der hier? Gut. Jetzt haben wir hier maximal wieder Schubkraft. Ich schmeiß mal hier den Anker raus, ne? Alles voll Kanne hier. Mehr ranzoomen. So, nee, das brauchen wir jetzt nicht. Ja, guck mal, habe ich eine schöne Captain's hier an Bord. Hier ist auch die Weltkarte, okay. So, hier. Okay, Windbereitung Schiff links. Oh, ja, guck, können wir ein bisschen Gas geben. So, jetzt ab. Oh, was ist denn? Mit der vollen Geschwindigkeit wird das nichts. Ich ja wie eine Besoffene. Komm. Jungs. Titanic, ihr Kentern. Kann man eigentlich kentern? Also mein Schiff ist vorne beschädigt, sehe ich. War hier nicht gerade noch ein anderes Boot? Wahrscheinlich auch gekentert. Jetzt aber. Gegenstein. Sieht aus wie Polizei. Willkommen. Habe. Jetzt sind wir hier. Oh Gott. Wo habe ich die Zombies noch? Wo wollen die hin? Ja, die Bank ist besetzt. Da kommen sie immer mal alle wieder um. Ach, Scheiße, da ist ja besetzt. Da ist der Weiß, aber. Ja, ihr wisst nicht, wo ihr hin wollt.
jetzt deine dran. Ach, guck mal hier, das da kann man schön rausgucken. Das sieht einfach bombastisch aus. Ich glaube, das ist eben Winkler. Der ist gerade durch mich durchgegangen. Verschlossen. Verschlossen. Was soll das sein? Eine Toilette mit einem Kuppe? Sehr seltsam. Oh. Ja, das klingt doch interessant. Hallo. Oh ja, so ein Luxuskreuzer will ich nicht. Oh, den kaufe ich mir. Geht nicht? Ah, ja, dann nicht. Tut mir leid. Na, die sehen ja freundlich aus. So, da kann ich tanken. Was kommt jetzt hier? Oh. Aha, ein Schulraum. Sie sitzen hier bestimmt schon sehr lange, ne? So wie sie aussehen. Brauchen sie eine Brille? Ich glaube, ihre Schwester sitzt da hinten und die warten alle. Ich weiß nicht, was sie gerade machen. Sie versuchen gerade ihre eigene Schrift zu entziffern, ne? Ja. Sie kommt zu spät. Ja, der interessante Schulungsraum ist da hinten. Na gut, dann ich. Guten Tag, ich hätte gerne ein Zimmer. Hallo, Miss. Hallo. Oh, hallo, guck mal, die antwortet sogar. Ah, Mission kriegt man hier. Komm, die nehme ich an. Ich habe eine Mission. Mann, ist das spannend. Jetzt komme ich mal nicht mehr raus. Oh Gott. Ja, also das ist jetzt der Bootfahrsimulator. Halb Boot, halb Zombie-Game, halb Sitzungsseminar. Hallo. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Nochmal probieren. Ach, ich muss mein Schiff reparieren und voll machen. Ja, ich muss doch mal lesen, ne? Oh Gott. Hallo. Ja, hallo. Und reparieren. Oh Mann. Also wer Zeit hat und 20 Jahre im Knast sitzt, kann sich dieses Spiel runterladen. Der bekommt es bestimmt auch dort. Und hat dann Zeit, das zu spielen. Also für das Spiel braucht man auf jeden Fall Zeit. Ich weiß nicht, warum Simulator immer so gut sind. Das weiß ich leider nicht. Yeah. Naja, komm. Ein schönes Spiel. Wer es haben mag, kann es kaufen. Vielen Dank für die liebe Unterstützung, welches Spiel bekommen haben wir in Wicca. Ich gebe natürlich Daumen hoch. Ciao.